Es ist sehr interessant und auch einmal sehr anschaulich, sich die Struktur von Meteoriten in 3D anzusehen. Dafür brauchen wir ein Mikro-CT-Gerät, computerunterstützte Tomographie, und in dem befindet sich ein Drehteller. Auf diesen Drehteller legen wir die Probe drauf. Und dann wird die Probe von Röntgenstrahlung durchstrahlt und auf der anderen Seite auf dem Schirm wird dann ein Bild aufgenommen. Dann dreht sich die Probe um 360 Grad und man nimmt so vielleicht 3.000, 4.000 einzelne Bilder auf. Aus diesen ganzen Bildern rekonstruiert man dann das Volumenbild des Meteoriten. Und das ist es, was wir hier sehen. Das ist ein Bildstapel und wir bewegen uns praktisch durch diesen Bildstapel hindurch. Was man dann sieht, ist, dass, oder was man hier sieht, ist ein Bild abhängig von der Dichte der unterschiedlichen Materialien. Eisen, Metall hat eine sehr hohe Absorption und ist im Grunde genommen in den ursprünglichen Bildern erstmal dunkel, wird dann aber hier invertiert. Das heißt, all die hellen Punkte, die wir hier sehen, also hier zum Beispiel in dieser Chondre, also diese ganzen runden Objekte hier oder auch hier oder hier, das sind alles Chondren. Und die ganzen hellen Objekte, also das hier oder das hier oder das hier, das sind alles Metalle oder Sulfide. Analog zu dem Bild nennt man die einzelnen Elemente hier Voxel, also haben eines kubische Einzelelemente mit einer bestimmten Kantenlänge, mit einer Auflösung von typischerweise sowas wie ein paar Mikrometer, vielleicht 2 bis 5, 6, 7 Mikrometer. Was man sich dann hier anschauen kann, ist beispielsweise, wie vielleicht hier in dieser Chondre hat man hier plötzlich ein großes Metall. Und dann geht man weiter durch die Chondre durch und plötzlich sieht man kein Metall mehr oder keine Opakphase mehr in dieser Chondre. Das heißt, man kann hier wirklich studieren. Hier oben auch wieder gibt es den Chondre, ist gerade wenig Metall drin. Plötzlich tauchen einzelne kleine Metalle auf oder auch hier. Man kann also hier wirklich in 3D untersuchen, wie viele Opakphasen treten tatsächlich zum Beispiel in Chondren auf. Was in 2D nicht geht, weil man schneidet vielleicht in 2D eine Chondre und da ist ein Metallchondre drin, da liegt aber tiefer, das sieht man da nicht. In 3D kann man es dann tatsächlich sehen. Das heißt, man kann hier wirklich gucken, wie die Struktur der Meteorite ist, die Verteilung der unterschiedlichen Komponenten. Man kann dann auch hingehen, kann es weiter segmentieren, dass man die einzelnen Komponenten besser sieht. Also hier auf der Seite hat man jetzt das gleiche Bild wie die Tomographie da drüben, bloß dass die Kontrins in dunkelgrau dargestellt sind, die Matrix in hellgrau, das ist Allende und wieder hier das Metall als helle Phase und hier sieht man auch wieder, dass anfangs oder dass in dieser Chondre ab und zu mal ein bisschen Metall drin ist. Oder hier auch in dieses, anfangs sieht man nur Metall, dann plötzlich kommt auch ein bisschen Chondre dazu, dann ist wieder nur Metall. Also man kann wirklich schauen, ob jetzt eine Chondre viel oder wenig Metall hat, wie viel Metall in der Allende ist meistens Sulfid, wie viel Sulfid in der Matrix ist, wie viel in der Chondre, wie die Chondren aussehen, wie groß die Chondren tatsächlich sind und so weiter. Dann kann man auch noch hingehen und kann hier die einzelnen Elemente einmal auseinander segmentieren. Das heißt, wenn man jetzt hier diesen Meteoriten dreht, in blau ist alles Matrix. Und dann kann man im nächsten Schritt die ganze Matrix einmal wegnehmen und sieht dann hier in grün nur noch die Chondren übrig. Und man kann sehen, manche Chondren haben hier so einen gelben Ring und das Gelbe ist alles das Sulfid. Also hier kann man dann auch noch erkennen, wie das Sulfid in dem ganzen Metall, in dem ganzen Meteoriten hier verteilt ist, wie die einzelnen Chondren verteilt sind und so weiter. Man kann zum Beispiel hier erkennen, dass einzelne Chondren oftmals eine Sulfid-Schale haben oder vielleicht auch mehrere dieser Schalen, aber andere Chondren nicht. Also als hätte man dort zwei Populationen, Population von Chondren ohne diese Sulfid-Schale, zweite mit dieser Sulfid-Schale. Und im letzten Schritt kann man dann noch hingehen und kann sich so ein stereografisches Bild erstellen. Dafür braucht man jetzt allerdings eine Rot-Grün-Brille, sonst sieht es nicht besonders beeindruckend aus. Wenn man dann die Rot-Grün-Brille aufsetzt, sollte man vielleicht eine halbe Minute bis eine Minute sich hier ein wenig einschauen. Wenn man das dann gemacht hat, wird man auch wieder erkennen, dass es hier zum Beispiel an der Stelle Chondren gibt, die eben diesen, die Chondre selbst haben und außenrum diese Schale aus Sulfiden, dass die also einen anderen Prozess der Entstehung noch mal gehabt haben müssen. Erstmal muss natürlich Sulfid dabei gewesen sein. Vielleicht ist auch erst später draufgekommen, hat deshalb diese konzentrischen Schalen, also eine Zweischrittentwicklung, die man hier erkennen kann. Und dann schließlich in einem allerletzten Schritt kann man auch noch einen Film erstellen, in dem man auch wieder in der stereografischen Projektion, in dem man hier tatsächlich durch
diesen Meteoriten hindurchfliegt und die einzelnen Elemente noch mal ein bisschen besser anschauen kann. Also hier unten beispielsweise kommt dann gleich eine Chondre hoch, die wieder diese Schalen hat aus Sulfid. Man kann auch erkennen, dass es mehrere Schalen sind. Es gibt eine kleine und dann gibt es noch eine zweite Schale außenrum. Also die Chondre vielleicht klein angefangen, hat ein bisschen Sulfid bekommen, dann vielleicht größer geworden, noch mehr Sulfid bekommen, wäre eine mögliche Erklärung hier. Hier oben gibt es nochmal so eine, dann hier tiefer drin sieht man Chondren, die haben vielleicht ein bisschen kleine Metalltröpfchen an der Oberfläche, aber nicht besonders viel. Die hier hat praktisch gar keine dieser Sulfid-Tröpfchen. Man kann die Verteilung der Chondren sehr gut studieren. Man kann tatsächlich die Chondrengrößen sehen. Ja, man kann hier auch schon eine gewisse Größenverteilung sehen, dass die Chondren nicht alle gleich groß sind. Und das ist jetzt nicht ein Schnitteffekt hier, sondern das ist tatsächlich, dass die unterschiedlich groß sind, was man im 2D nicht sehen kann, weil da könnten die vielleicht auch alle gleich groß sein. Man schneidet die vielleicht nur unterschiedlich, das ist hier nicht der Fall. Wie gesagt, hier oben diese Chondren mit diesen verschiedenen Sulfidschalen, da gibt es kleinere Chondren, größere Chondren und so weiter. Und das lässt sich alles eben sehr gut hier in 3D studieren. Also die wahren Größen, die wahre Verteilung der Komponenten und auch unterschiedliche Komponenten mit zum Beispiel diesen Sulfidschalen und so weiter.